Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal zu Valheim und einer weiteren Folge. Ja, wir hatten gesagt, wir gehen auf jeden Fall das Schleimzeug, den Glibber holen. Und dazu habe ich jetzt schon mal einen weggemacht. Ich wollte mal eben kurz testen. Hab mich hier ein bisschen hochgebaut, dass ich da an den Glibber, an den ersten rangekommen bin. So, wunderbar. Drei Glibber. Da holen wir uns... Ah, ne, das sind fünf Glibber. Fünf Glibber gibt es, glaube ich, jedes Mal. Das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall alles... Ich bin mit dem Boot gekommen, da hinten. Wir kriegen auf jeden Fall alles zusammen, um den Bogen herzustellen und sogar vielleicht um den aufzuwerten. Das wäre natürlich der Oberknaller. Sieben Glibber sogar. Wow. Ja, und dann werden wir definitiv mal an dieses Dörfchen gehen. Ihr wisst, da wo die Draugr drin waren. Die uns mal so nett geärgert haben. So. Sag nicht, ich komme da nicht hoch. Ich hab's geahnt. So. Ja, ne, ist klar. Die kleine Mistmade hier. Jetzt nimm doch mal dein Schwert. Ich kann nicht. Ach so. Oh. Hat er mich vergiftet. Oh, das könnte. Nein, ich will nicht sterben. Ich will alles, aber nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Okay. Glück gehabt. Und das alles nur, weil ich nicht da hochkomme, ne? So wie ich gerne hätte. Kleine Mistmade. Okay, so kommen wir auf jeden Fall nicht da hoch. Da müssen wir mal eben ein bisschen umdisponieren und müssen die Leiter halt so stellen. So, und dann sollten wir auch da dran kommen. Der nächste Glibbersack ist unserer. Drei, und da sind welche runtergefallen. Okay. Aber hier stehen ja noch Gott sei Dank einige Bäume rum. Heißt, wir nehmen uns so viel wie möglich mit. So, nochmal Glibber sind vier. Dann nehme ich die Werkbank mit. So. Dann gehen wir da hinten rüber. Holen uns den da noch. Und da steht auch noch einer. So. Den hier und dann bauen Leiter. So, wie viel Holz habe ich denn jetzt gerade noch? Neun. Jetzt würde ich gerne da rumbauen. Damit ich nicht da, weil da weiß ich nicht, ob ich eine Leiter stellen kann. So, bedeutet jetzt... Oh, da hinten kommt schon wieder einer meiner zarten Freunde. Den holen wir uns mit unserem neuen Schwert. Aua, du blöder Bogenschütze. So, den da rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat keinen Glibber gegeben. Ah, da liegt der ganze Glibber.
Wunderbar, 7-mal Glibber, perfekt. So, da oben ist natürlich jetzt schwierig dran zu kommen. Wie viel Glibber haben wir jetzt? 33. Ah, das wird natürlich eine... So viel Holz habe ich leider nicht mit. Das heißt, ich gehe mal da drüben zu dem Baum. Da sind zwei noch etwas tiefer oder drei sogar, wenn wir Glück haben. Und wenn wir dann Glück haben, komme ich auch da dran. Mit der Werkbank. Bauen Leiter. Ah, das habe ich mir gedacht. Der steht so tief im Wasser, da kommen wir nicht dran. Okay. Ich könnte jetzt natürlich rein theoretisch hingehen und könnte anheben hier, ne? Ne, ist hier nicht möglich, okay. Gut, dann nehme ich den wieder mit. Dann ziehen wir halt weiter. Leute, mal so 50, 60 Glibber. Ich weiß jetzt, ich habe nicht geguckt, wie viel... oder habe keine Ahnung davon, wie viel wir brauchen zum Aufwerten. Wo ist denn unser... Wo ist denn unser Schiff? Unser Schiff ist weg. Haben wir unser Schiff kaputt gemacht? Ich glaub's ja gar nicht. Jetzt werde ich aber sauer. Da waren auch noch Kerne drin. Freunde. Oh, jetzt... Ich glaub's doch gar nicht. Tatsächlich, die haben unser Boot kaputt gemacht. Kann nichts mehr aufnehmen. Upsi, upsi, upsi. Wenn ich nichts mehr aufnehmen kann, muss ich was abwerfen, ne? Habe ich die Eisennägel jetzt aufgenommen? Ja, perfekt. Okay. Da haben wir Schweine, haben wir die Sachen wiedergekriegt. Herstellung Werkbank. So. Herstellung 10 Leder. Noch zu voll. Ich muss mal die auch noch mal eben rausschmeißen. Dann liegt da, ist das Leder perfekt, das Hirschfell. So, dann nehme ich die Sachen noch nicht mit. Ne, ich stelle erst das Boot. So. Edelholz. Jetzt aber, ne? Ha, ha, ha. So. Jetzt mal eben aufs Boot springen. Die Sachen mal eben rein, damit ich ein bisschen vorankomme hier auch. Das Holz nehme ich wieder mit raus. So, das sammle ich ein. Die Kiste müssen wir leer machen, da sind nämlich unsere Portalsachen drin. So, und dann werden wir noch die Werkbank abbauen. Harz nehmen wir mit, Werkbank bauen wir ab, perfekt. Und dann erstmal wieder einladen gehen. So. Wunderbar. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da hinten zu dem Baum kommen. Das ist natürlich miesig, ne? Wir haben so viele Bäume hier und ich komme da nicht dran. An den da komme ich auch nicht dran. Das hatte ich eben schon versucht. Der steht auch so weit im Wasser. Mal gucken, wie es mit dem da ist.
Aber der sieht auch so aus, als wenn da kein Land drumrum wäre. Das ist echt fies. Ja. Das ist auch nichts, wo ich... Da könnte ich da eine Dinge stellen, aber die ist genau auf der verkehrten Seite. Kann er nicht Tonnen Holz mitnehmen hier? Nee, doch, da. Da komme ich... Da müsste ich drankommen, ne? Sieht fast so aus. Nee. Nee, da komme ich auch nicht dran. Hat auch nichts. Dann fahren wir mal noch ein Stückchen weiter. So, guck mal, wie viel Glibber hatten wir denn jetzt insgesamt? 33, ja. Ich glaube, 10 brauchen wir, um uns den Bogen herzustellen. Und dann nochmal für das Upgraden bestimmt auch 10 jeweils. Das heißt, wir müssen noch mal gucken, dass wir wenigstens noch so 20 Stück kriegen. Und 20 Stück wären 7, 14, 21, 3 Glibbersäcke, wenn wir Glück haben. Und da kommen jedes Mal 7. Das ist ja verteufelt, ne? Da hinten sind so viele auf einem Haufen und hier hinten kommen dafür gar keine mehr. Ich meine, wir könnten natürlich durchs Bossportal und da mal schauen. Hätte ich von vornherein machen sollen. Da hätten wir uns die Bootsfahrt echt sparen können, aber jetzt ist es zu spät. Tja, da sieht aber auch nicht so aus, als wenn hier ein Glibberbaum ist. Nee. Hier scheint kein Glibberbaum zu sein. Da hinten könnte einer sein. Da hinten könnte einer sein. Gut, da ist auch direkt ein Spawner, aber das, wenn ich so rumfahre, könnte passen, ne? Die hängen natürlich auch wieder super hoch. Aber 3 von den Glibbersäcken und wir haben gewonnen. Das wäre natürlich der Knaller. Dann können wir zurück, können uns den Bogen herstellen und dann können wir das Dorf direkt. In Angriff nehmen. Der liegt natürlich auch schön weit drin, ne, der fiese Glibberbaum. Ich habe natürlich Schiss, wenn ich das Boot jetzt wieder hier hinstelle, dass die mir das Boot kaputt machen. Da kommen sie schon angerannt, das ist zum Erbrechen. Hopst jetzt gleich hier hoch und gibt mir direkt einen Buff. Ess mich mal eben voll hier. Oh, Moskito. Was macht ein Moskito hier? Ich glaube, ich spinne. Jetzt kommt er zu mir. Na komm schon. Deine Nadel kann ich brauchen.
Oh ne, der ist da noch mit dem Skelett beschäftigt. Und derzeit, wo der mit dem Skelett beschäftigt ist, würde ich sagen, lege ich an, ne? Weil wenn er mich jetzt sticht, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Und das wird er. Zumindest versucht hat. Wie sehen wir da nicht mehr das? Ne, der ist dann noch mit dem Skelett beschäftigt. So, und wenn der mit dem Skelett beschäftigt ist, renne ich immer hier rein. Dann heile ich auch ein bisschen hoch. Hoffe ich. So, wo ist denn... Ja, ich hab's geahnt. Du blödes Vieh. Komm her. So. Wo ist denn unser Glibberbaum? Hier ist irgendein Abstieg. Da hinten unser Glibberbaum. Ja, ich glaube wohl. Ich gucke erstmal, aber ich glaube, da ist der Glibberbaum, ne? Eins, zwei, drei, perfekt. Wo ist mein kleiner Schleimi? Da. Komm du mal zu mir, dann werde ich dich direkt... So, wunderbar. Herstellung. Werkbank, zack. Und Leitern. Zack. 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 Wir sind schon mal älter, wir machen das richtig so. Zum Boden. So, der nächste. Drei. Hm. Der lässt sich aber bitten, ne? Drei Stück ist ja jetzt nicht nett. War klar, das ist so dunkel, ich habe den Abstand nicht gesehen. Und natürlich, komm, nochmal und wir gehen ins Licht, kleiner Freund. Nochmal vier Glibber. So, jetzt ist die Frage, wie viel Holz habe ich denn noch? Drei nur noch. Na, der steht da unter mir natürlich. Ich will natürlich jetzt auch nicht hier runterfallen. Das ist natürlich richtig fies. Bedeutet, entweder suche ich mir noch einen Baum. Oder ich muss hier irgendwas anders machen. Ja, ich komme runter, mein Freund. Keine Sorge. Du kannst hier... So. So, ich muss nur hier den Holzkram aufsammeln und noch die drei Glibber. So, und dann müsste ich gucken, dass ich an den da irgendwie drankomme. Oder zumindest besser drankomme. Weil der ist verflucht hoch, ne? Puh.
komm jetzt, mach keinen Quatsch hier. So, lass mich doch in Ruhe den Glyphor farmen. Mensch. Okay, jetzt könnten wir rein theoretisch so machen, ne? Zack, zack, zack. Ich hab's geahnt. Jetzt habe ich aber zu wenig Holz, um mir einen Pfosten darunter zu bauen, oder? Wir schauen mal. Fehlende Voraussetzung, ich hab's geahnt. Ich glaube, hier kriegen wir aus denen nicht genug Holz raus. Ne? Das ist mehr diese Runde, die da rauskommt. Ah, ne, doch nicht. Eine Leiter noch, super. Da müssen wir da an den Glibber drankommen. Wir haben jetzt 11. 21 haben wir gesagt, ne? Mit viel Glück. Vier nur. Nein! Puh, Glück gehabt. Da irgendeiner auf uns geschossen? Könnte. Oh! Die Bogenschützen, die machen mir irre. So. So, die muss ich hängen lassen. Zack, 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 zack. Den nehme ich mit. Der Baum ist abgefarmt. Und sonst ist ja auch kein Baum mehr, glaube ich, ne? Dann würde ich sagen, ich springe Richtung Schiff. Und zur Not gehe ich nochmal durchs Portal durch. Dann würde ich sagen, ich fahre jetzt zurück. Und wir sehen uns in der Base wieder zum Bogen herstellen, auf jeden Fall. Da ist wieder dieser miese kleine Moskito. Ah, da ist die Ebene, deshalb. So. Gut, wir sehen uns gleich in der Base. Bis später. So, da bin ich zurück. Gerade in die Base rein. Und jetzt wollen wir eben schauen, was wir genau für den Bogen brauchen. So, und zwar der Reißzahnbogen. Rinder, Silber, Rehfell, Glibber. Perfekt. Rinder hatte ich doch schon mal irgendwo. Da habe ich die jetzt drüben liegen. Upsidups, ne. Rinder. Leder. Schnipsel oder... Silber nur noch. Okay. Silber. So. Heißt jetzt, da ist unser Bogen. So, jetzt gucken wir direkt nach einem Upgrade. Fehlt uns nochmal Silber. Jetzt ein Upgrade. Jawohl. Und wir können direkt nochmal aufwerten. Perfekt. Dann haben wir auf 3. Jetzt fehlt uns Glibber. Den habe ich drüben. Rinder habe ich auch. Dann könnte ich nochmal auf 4 upgraden später. Aber perfekt. So, das heißt, den Bogen haben wir. Den gucken wir uns das natürlich auch direkt mal in der Praxis an.
Aber ich würde ganz gerne noch hier Sachen rausschmeißen. Ich muss ja auch unbedingt jetzt anfangen, Klarschiff zu machen. Ich habe schon wieder angefangen, hier alles irgendwo reinzustopfen. Das ist fürchterlich. Wir haben normale Feuersteinpfeile. Ich würde mir Federn mitnehmen nach drüben. Hier, so. Und wir brauchen noch normales Holz. Das holen wir uns eben drüben, aber das mache ich eben offscreen. Dann gehe ich noch eben Holz farmen. Und dann machen wir uns direkt Obsidian-Pfeile. Und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn ich vom Holzfarm fertig bin. Bis gleich. So, Holzfarm ist erledigt. Wir können jetzt... wo habe ich denn das Obsidian hingetan? Da. Ne, das Kohle. Da. Wir können jetzt also Obsidian-Pfeile erstellen. Mit viel Glück. Ach, die braucht Stufe 3. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe... nochmal rüber, aber ich hole mir noch Glibber. Einen Moment, ich hole mir noch eben den Glibber vom Boot. Schalt euch dann gleich wieder dazu. So, ich habe ihn abgeholt. Jetzt bin ich natürlich wieder überschwer hier. Glaube ich, habe ich denn jetzt alles mitgenommen? Glibber habe ich jetzt. Obsidian habe ich jetzt. Holz muss ich noch mitnehmen. Oh. Deshalb war ich nicht so schwer. Ne, die Tür machen wir bitte wieder auf. So. So, so. 100 Holz. Wunderbar. Ab durchs Portal rüber. Und dann stellen wir drüben direkt die Obsidianpfeile her. Werten den Bogen noch einmal auf. Und dann gehen wir ins Dorf und überfallen einmal das Dorf da drüben. Also clearen das einmal. Oder? Machen wir es in der nächsten Folge. Wir schauen mal. Gucken wir gleich mal eben. Ich versuche jetzt erstmal hier reinzukommen in die gute Stube. Das ist ja nun wieder ein Akt, der nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So. Mal eben ein bisschen ausdauern. So, das sollte reichen. So, wir gehen erst die Pfeile herstellen. Dann sind wir nämlich auch wieder leichter. Ich muss dafür aber etwas rausschmeißen, und zwar den Honig erstmal. So, Obsidian-Pfeile. Giftpfeile können wir mit Glibber auch herstellen. Das sind dann schon mal perfekt. Was fehlt mir denn jetzt? Muss ich jetzt... Okay, das ist ja komisch. Ich muss 2 Stackplätze frei haben hier, damit er das macht. Warum auch immer. Scheint ein Bug zu sein noch. Und jetzt geht's komischerweise. Gut, jetzt sind wir aber soweit durch. Eigentlich, ja, 8 Holz fehlen uns. Okay, ich muss mal eben gucken, dass ich das noch irgendwo unterkriege hier. Könnte jetzt problematisch werden. Den schmeiße ich mal da rein. Ah, Moment, weil ich mit dem Bogen wollte ich ja noch aufwerten, bevor ich jetzt alles wieder rauspacke. Upgrade. Rinde. Hirschfell. Silber. Okay. Oh, Hirschfell ist drüben. Okay, dann hole ich mir das eben von drüben. Jetzt ist es auch noch dunkel hier. Oh, da liegt ein Steinarzt im Weg rum. So, gut. Dann gehe ich mal eben rüber und schalte euch wieder dazu, wenn ich zurück bin. So, hier Schwelle hat man drüben noch ein paar. Heißt, jetzt muss ich hier rein und dann uralte Rinde suchen. Oh, ich habe natürlich auch kein Licht hier. Das ist natürlich richtig fies.
So, und irgendwo hatten wir uralte Rinde. Ich weiß wieder nur nicht mehr wo. Ich sehe natürlich auch nichts. Das ist natürlich Essen. Da ist der Trollleder drin. Da ist noch Rinde. Wie viel braucht man denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss tatsächlich gucken. 15. 5-mal Rinde, aber irgendwo muss noch Rinde sein. Da. So, und nochmal zurück. Dann brauchen wir noch Silber. Silber befindet sich ja hier in den Truhen noch mehr als genug. Ich trottel. Die Zeit hätte ich mir echt sparen können. So, jetzt haben wir den Bogen auch abgegradet. Ich werde verrückt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wenn das so weitergeht, habe ich gleich die ganze Ausrüstung mal doppelt hergestellt. Ah, da habe ich die Werkbank eben weggemacht. Okay, dann machen wir das später. Werten wir den später auf. So, die erstmal raus wieder hier. Harz habe ich natürlich keinen hier. Ich muss jetzt eine Kiste finden, wo ich das mal eben reinstopfen kann. Wir brauchen unbedingt auch Licht hier. Hirschfell, ich schmeiße das mal mit da rein. Und die zwei Bögen kommen drüben rein. Natürlich hier. Blutsack. Kernholz. Hier ist jetzt alles weg. Gut. Einer mit. Einer mit. Einer mit. So, dann gehe ich mal eben rüber und dann würde ich sagen, wir machen ganz in Ruhe, ganz in Ruhe machen wir das Dörfchen in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann, achso, ich habe den Bogen noch gar nicht gezeigt hier, den epischen. Da müssen wir für rausgehen. Da müssen wir die Nacht für abwarten. Einen Moment, ich leg mich mal eben hin. Das ist ja, wir haben den hergestellt und wir haben uns den gar nicht angeguckt. So. Geht ja gar nicht. Also ihr seht schon, der sieht echt genial aus, der Bogen. Und der ist als, ich glaube, das ist der beste Bogen im ganzen Spiel. So. Der sieht doch wohl mal richtig nice aus. Ach, hier noch ein schönes Foto davon hin. So ungefähr, ne? Ja, so. Perfekt. So, liebe Leute, jetzt aber. Herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.